in Deutschland immer das Problem, dass die Kompetenz für die Erteilung von Betriebserlaubnissen auf die Landesluftfahrtbehörden delegiert ist. Das heißt, wir hatten es mit 21 verschiedenen Behörden in 16 Ländern zu tun und das hat die Sache ein bisschen schwierig gemacht. Das sieht jetzt mit der europäischen Regelung sicherlich ein bisschen anders aus. Es hat lange gedauert, aber nun ist seit dem 11. September diesen Jahres die neue EU-Luftfahrtgrundverordnung in Kraft. Und dort wird geregelt, dass alle Drohnen, unabhängig welches Abfluggewicht sie haben, unter die europäische Regelung fallen. Und darin ist geregelt, dass die europäischen Durchführungsverordnungen für den Betrieb von Drohnen unmittelbar geltendes Recht in den Mitgliedstaaten sind. Das heißt auch in Europa. Und für die Bundesrepublik Deutschland, für den Bundesverkehrsminister, wird es dann darauf ankommen, diese Regeln gut in die Durchführung zu bringen.